Hallo und herzlich willkommen. Hier in diesem kurzen Video will ich euch das Wichtigste aus dieser Woche präsentieren, was in und um die Games so passiert ist. Für weiterhin schlechte Neuigkeiten steht Anthem wie kaum ein anderes Spiel aktuell. Ob es schlechte Streams sind mit überforderten Streamern oder natürlich auch Inhalten, die geplant aber nicht kommen. So auch jetzt wieder ein ursprünglich für 1.1.0 geplanter Inhalt wurde verschoben, teilweise Sachen vorgestellt, die schon in der Vergangenheit eingeführt worden sind oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Also dementsprechend weiterhin hier ein Spiel, was definitiv nicht dahin kommt, wo es kommen will. Schade drum, vielleicht schaffen sie es ja noch, die Jungs und Mädels von BioWare. Nicht nur Marvel nimmt sich dem Thema Endgame an, auch Fortnite in Form von Patch 8.5.0 hat das Thema Endgame aufgegriffen. Natürlich sind die bekannten Helden in Form von Thanos, Captain America und so weiter dabei. Grand Theft Auto 6 wird ein heißes Thema. Nach fast 6 Jahren seit dem Release von GTA 5 kommt wieder Bewegung ins Thema. Denn ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar hat in seinem Lebenslauf erwähnt, dass er an GTA 6 arbeitet. Dieses Malheur ist ihm leider ein wenig zu spät aufgefallen, beziehungsweise hat das zwar mittlerweile gelöscht, aber das Internet vergisst nie und somit können wir uns sicher sein, wir werden ein GTA 6 bekommen. Die Frage ist hierbei nur, wann, wie und wo. Aber das Ob haben wir dank dem kleinen Fehler von dem Mitarbeiter zumindest jetzt geklärt. Der Erfolg von Apex Legends ist Fluch und Segen zugleich. In dem Fall ein Fluch für alle Fans von Titanfall. Denn Titanfall 3 wird wohl dem Erfolg von Apex Opfer tragen müssen. Denn das Spiel wird aufgrund des Erfolgs ein wenig zurückgestellt. Die Jungs und Mädels wollen sich komplett auf Apex Legends erstmal konzentrieren, um weiterhin hier den Erfolg mitzunehmen und dann Titanfall 3 irgendwann zu bringen. Natürlich will man sich nicht im eigenen Hause bzw. sogar im eigenen Entwicklerstudio Konkurrenz machen. Eine nachvollziehbare Entscheidung, aber die großen Mechs wird dem einen oder anderen dann doch ein bisschen wehtun, nicht bald wieder in Aktion zu sehen. Schade drum, aber nachvollziehbarer Schritt. Schlechte Neuigkeiten für alle Consoleros da draußen, denn die PlayStation 5 von Sony wurde jetzt in einem kürzlichen Briefing zum Thema Finanzen definitiv nicht für die nächsten 12 Monate angekündigt. Also werden wir diese Konsole mindestens erst im Mai 2020 begrüßen dürfen. Manche Informationen gehen aber auch eher zum Winter 2020 hin. Also, aktuell heißt es hier noch Geduld aufbringen auf die nächste Hardware- und Konsolengeneration. Wie das Ganze dann aussehen wird, werden wir natürlich dementsprechend sehen und freuen uns darauf. Aber Stand jetzt müsst ihr mit eurer PlayStation noch über ein gutes Jahr zurechtkommen. Gute Neuigkeiten gibt es an der Wirtschaftsfront, denn für alle Simulationsfreaks da draußen ist Transport Fever 2 angekündigt worden. Endlich können wir uns auf das vierte Quartal 2019 freuen, denn da soll es rauskommen. Das Spiel selber beinhaltet die Zeitspanne von 1850 bis in die Gegenwart. Könnt allerlei Verkehrsstrukturen nutzen. Eine Vielzahl von Bussen, LKW, Flugzeugen, Zügen, Schiffen stehen dann zu eurer Verfügung, um ordentliche Lieferwege wieder an den Start zu bringen. Also darauf kann man sich freuen, denn dieses Genre ist nach wie vor nicht so weit ausgebaut wie vielleicht ein Battle Royale oder andere Themen. Gute Neuigkeiten gibt es auch in der Zoo-Simulationsfront, denn Frontier Development, seines Zeichens bekannt bisher für Jurassic World Evolution, hat Planet Zoo angekündigt. Hierbei könnt ihr euren Zoo nach Lust und Laune aufbauen. Im Herbst 2019 soll es hier schon soweit sein und ein erster Ankündigungstrailer ist herausgebracht worden, wobei man schon das ein oder andere zu dem Spiel sehen kann und sich hoffentlich freuen kann auf das Aufbauspiel. Dementsprechend hoffen wir, dass hier vielleicht das Ganze ein wenig weiter und noch einen Ticken besser wird als Jurassic World Evolution, was zwar kein schlechtes Spiel war, aber bei den Kritiken noch nicht so perfekt angekommen ist, wie man sich's hätte wünschen können. Retro-Konsolen stehen ja derzeit hoch im Kurs. Ob es eine SNES Mini, eine PlayStation 1 Mini ist oder wie sie nicht alle heißen, hat nun auch Capcom hier jetzt das Thema aufgegriffen, denn
Capcom will am 25. Oktober 2019 für 229,99 € eine Konsole an den Start bringen mit 16 vorinstallierten Spielen. Alien vs. Predator ist zum Beispiel eins der Highlights, sowie Mega Man, Street Fighter Turbo und viele andere auch. Das Design ist sehr schick geworden. Ob die Konsole sich gut verkaufen wird, werden wir dann natürlich dementsprechend sehen. Aber der Markt bleibt weiterhin im Fokus der Hardwarehersteller. Und zu allerletzt gehen wir nochmal in das Kuriositätenkabinett, denn die Deutsche Telekom hat die allerletzte gelbe Telefonzelle, die es noch gab, abgebaut. Zu Hochzeiten gab es mal über 100.000 davon in Deutschland, aber diese letzte noch verbliebene hat gerade einmal unter 50 € im Monat umgesetzt und dementsprechend war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch diese dann weggekommen ist. Wer erinnert sich nicht an wunderbare Uringerüche oder sonstiges in eben diesen, aber ich glaube, jeder von uns hat vielleicht das ein oder andere Mal hier noch sinnig nach Hilfe rufen können, wenn er denn irgendwo betrunken gelandet ist. Also, goodbye, gelbe Telefonzelle.